Sommermorgen, Mausi und seine sechs Brüder und Schwestern waren gerade vom Spielen nach Hause gekommen, da saßen Mutter und Vater Longtail auf ihren Hinterpfoten und blickten ernst und gedankenvoll. Ihre Schnurrhaare und ihre Stimmen zitterten ein wenig, als sie an ihre Mäuseschar folgende Worte richteten. »Kinder, alles, was wir wissen, haben wir euch beigebracht.« nun seid ihr erwachsen, und das Nest ist zu klein geworden für uns alle. Ihr müsst in die Welt hinausgehen, ab nun für euch selber sorgen und euer Glück finden. Vor allem müsst ihr einen sicheren Platz zum Leben finden, einen Platz wie diesen wunderbaren Getreidespeicher, in dem ihr geboren wurdet. In einer Ecke des Nestes lagen sieben kleine, fein säuberlich gepackte Bündel. In jedem Bündel waren einige Getreidekörner und andere Fresssachen. Muttermaus übergab jedem der sieben Mäusekinder sein Bündel und sagte mit einer Träne im Auge: Vergesst eure gute Erziehung nicht. Vergesst nichts von dem, was wir euch gelehrt haben. Vergesst nicht, dass ihr Mäuse aus dem Getreidespeicher seid und vor allem vergesst uns nicht. Muttermaus schaute jedes der sieben Mäusekinder nacheinander an, wie das Mütter ebenso zu tun pflegen. Besucht uns oft, platzte es aus ihr heraus. Und in der Zwischenzeit erwarten wir großartige Dinge von euch allen zu hören, insbesondere von dir, Mausi Longtail. Wenn ich mich nicht irre, bist du ein junger Mäuserich mit einer großen Zukunft. In späteren Jahren, immer wenn Mausi Longtail mir von diesem unvergeßlichen Morgen erzählte, erinnerte er sich an die Worte seiner Mutter. Tatsächlich hatte sie immer gesagt, dass Mausi etwas ganz Besonderes sei. War es vielleicht wegen seines Schweifes, der für eine Hausmaus bemerkenswert lang war. Und während sein Körper hübsch staubengrau, wie der aller anderen Mäuse in seiner Familie war, leuchtete sein Schwanz so weiß, wie er nur weiß leuchten konnte. Mausi hatte seine Familie geliebt, das warme, gemütliche Nest. Das Trippeln der kleinen Pfoten seines ganzen Clans, ihr Kommen und Gehen und Gehen und Kommen. Es gab eine Zeit, da er nichts anderes kannte als die schrillen Stimmchen seiner Sippe, während er warm und behaglich an seine Geschwister gekuschelt vor sich hindösend auf die Heimkehr der Mutter wartete. Und sie wuchsen jeden Tag, er und die anderen Kleinen. Sie aßen, sie schliefen, sie spielten, und wuchsen sie aßen und schliefen und wurden unterrichtet wie man überlebt zahllose gefahren bedrohen das leben einer maus und die eltern hatten alle hände voll zu tun ihren nachwuchs darin zu unterrichten wie man den vielfältigen bedrohungen entkommt da war ihr erzfeind die eule geräuschlos unsichtbar kam sie in der nacht stieß plötzlich herab und schnappte sich ein junges das unachtsam genug gewesen war und sich ins freie gewagt hatte dann war da noch die Schlange, die man um keinen Preis anschauen durfte, damit sie einen nicht hypnotisieren und verschlingen kann. Man musste es unbedingt vermeiden, ihren schrecklichen Kopf anzusehen, sondern so schnell es ging, davon huschen. Und was ist mit Katzen? Oh ja, die Katze. Die Katze war ein äußerst bedrohlicher Feind. Doch Mausi Longtail schulterte entschlossen sein kleines Bündel. Aus irgendeinem Grund war Mausi zweifelsohne überzeugt, dass er zu ganz großem Außerkoren war. Er richtete ein schnelles Adieu an Mutter und Vater. Seine Brüder und Schwestern taten dasselbe. Es war ein trauriger Abschied, aber doch wieder ein glücklicher. Lange schon hatte ein jedes der sieben Mäusekinder von dem Tag geträumt, an dem es von zu Hause ausziehen und sein Glück in der Welt suchen würde, wie das Kinder ebenso zu tun pflegen. So trippelte das ganze Nest glücklich und aufgeregt hinaus in die Felder voller bunter Blumen, in denen Schmetterlinge flatterten, Bienen summten und Grillen zirpten, als ob ihr Leben davon abhänge. Wir müssen nun die anderen ihres Weges ziehen lassen und Mausi Longtail folgen, der den ganzen lieben langen Tag durch die Felder hüpfte und rannte, da und dort zu einer kurzen Rast anhielt und etwas knabberte, als ihn die Dämmerung überraschte. Nach diesem langen Fußmarsch musste er verschnaufen, setzte sich auf seine Hinterpfoten und blickte hinauf zum Himmel. Da war die Sonne, ein riesiger roter Ball, der gerade dabei war, hinter dem Horizont zu verschwinden. Und hoch über den Baumkronen flogen die Vögel heim in ihre Nester. Auf einmal hörte er, gar nicht weit weg, seltsame Laute. Einige Augenblicke später war er entzückt als er eine Party in vollem Gange vor sich sah. Eine Grillenparty. Ja. Drei von ihnen musizierten und tanzten in einem Kreis. Mausi blieb stehen und hörte zu. Er, ein geborener Tänzer und Sänger, schnappte schnell die Worte auf, rannte hin und schloss sich, ohne gefragt zu werden, der heiteren Gesellschaft an. Er konnte sich einfach nicht helfen. Sie schienen so glücklich und so sorglos. Sorgen den ganzen Abend bis zum Morgen fröhlich in die Nacht hinein bis zum nächsten Sonnenschein. Und los geht's, meine Damen, meine Herren. Während einer kurzen Atempause ergriff Mausi die Gelegenheit und stellte sich vor. Eine der Grillen verbeugte sich mit den Worten Herr Longtail, es ist uns eine Ehre, eine Maus mit so einem wunderbaren langen weißen Schwanz zu sehen, die dazu auch noch mit uns tanzt. Mein Name ist Sokrates und ich bin die älteste und daher die weiseste Grille der Welt. Ich komponierte unser Lied und ich bin auch der Dirigent unserer kleinen Band. Alle anderen Grillen folgen mir. Wir singen und tanzen den lieben langen Tag bis in die Nacht hinein. Ach, wir führen ein glückliches Leben, wollen Sie sich uns nicht anschließen. Wir wären begeistert, wenn Sie es tun würden. Natürlich sagte Mausi Ja, und er blieb für den Rest des Sommers bei den Grillen. Sie sangen und tanzten alle Tage und auch die Nächte hindurch und hatten dabei den Spaß ihres Lebens, und Mausi mit ihnen. Mir scheint, das Leben ist einfach eine große Party. Und während Mausi so vor sich hinsinierte, taten ihm die kleinen Ameisen leid, die so hart schufteten, um ihr Futter für den Winter zu sammeln, auch Mausi, der seinen Proviant aus dem Bündel schon längst aufgefressen hatte, musste nun mehr und mehr Zeit für die Futtersuche aufwenden. Schlussendlich dauerte das Herumstöbern nach Essbarem beinahe schon den ganzen Tag. Auf die Idee, Futtervorräte für den Winter anzulegen, kam er allerdings nicht. Das taten einzig und allein die Ameisen. Und so ging der Sommer dahin und der Winter stand vor der Tür. Die Blätter auf den Bäumen wurden gelb, die Eichkätzchen waren schon fast fertig damit, ihre Kobel mit Nüssen und Winterfutter anzufüllen. Die Ameisen trugen ihre letzten Vorräte in ihre unterirdischen Schlösser und die Bienen hatten aufgehört, ihren Blütennektar zu sammeln. Aber die Grillen und Mausi sangen und tanzten noch immer und verschwendeten keinen Gedanken an die Zukunft morgens wachten mausi und sokrates auf ein kalter und regnerischer tag lag vor ihnen fassungslos und angstvoll blickten sie einander an und fragten sich wann wohl die sonne hervorkommen werde damit sie wieder singen und tanzen könnten mausi froh war hungrig und nass und plötzlich sehnte er sich nach seinem zuhause dem nest seiner mutter das er so froh und zuversichtlich verlassen hatte er fragte sich Mausi Longtail, ist das dein Weg, von der Welt geschätzt und geachtet zu werden? Hm? Du warst überzeugt, etwas ganz Außergewöhnliches zu schaffen, und in der Tat wurdest du zu einem wahren Experten im Zeitvertrödeln. Hm. Was wirst du nun im Winter machen? Wo wirst du Futter finden? Hast du Vorräte angelegt? Nein. Er wusste natürlich, dass Mäuse, so wie viele andere Tiere, für den Winter vorsorgen mussten. Aber er hatte die wichtigste Regel und Lektion seiner Eltern einfach vergessen. Mausi blickte seinen Freund Sokrates an, der jetzt besonders hilflos schien und vor Kälte bibberte. Die anderen Grillen umringten ihn und erwarteten seine Vorschläge. Mausi Longtail weinte fast, als er zu Sokrates sagte Lieber Freund, ich muß mich auf den Weg machen, denn der Winter ist da, und ich weiß, dass ich Futter und einen Unterstand finden muss. Was ist mit dir, mein Freund? Was ist mit euch? Wollt ihr euch mir anschließen? Sokrates und die anderen Grillen schauten Mausi nur sprachlos an. Vielleicht hatte er sie beleidigt, indem er über so ernste Dinge wie Futter und Winterunterkunft gesprochen hatte. Da packte er seine Habseligkeiten zusammen und verließ das Grillenlager, umgehend und ohne weitere Verzögerungen. Nach ein paar Schritten hörte er wieder den wohlvertrauten Klang von Musikinstrumenten, die gestimmt wurden. Und auf einmal ging das Grillenkonzert wieder los. Als Mausi sich umblickte, ging gerade die bleiche Wintersonne auf und er sah seine Freunde in einem Kreis um ihren Anführer Sokrates. Sie tanzten und sangen und sie sangen und tanzten, gerade so wie es Grillen ebenso zu tun pflegen. Ohne Sorgen den ganzen Abend, bis zum Morgen, fröhlich in die Nacht hinein, bis zum nächsten Sonnenschein. Grillen singen, ohne Sorgen den ganzen Abend, bis zum Morgen, fröhlich in die Nacht hinein, bis zum nächsten Sonnenschein.